Hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2 und dem Beagle. So, ich habe jetzt nachgeguckt. Ganz ehrlich, Tante Mays Grab hätte ich ja noch gerade so gefunden. Das weiß ich jetzt auch, wo das ist. Das ist da, wo auch Miles Vaters Grab ist. No problem at all. Aber der Preis von Dings der Bums, Dings der Bums da und Dings. Ich muss jetzt einmal groß machen. Das ist irgendwo hier, ne? Hier. Hey MJ. Hey Miles. Hab grad mit Pete gesprochen. Er ist auf dem Weg zu Dr. Connors Haus. Das ist schön, dass er auf dem Weg zu Dr. Connors Haus ist. Means, sei bereit, falls er Hilfe braucht. Okay. Ach ja? Hat Pete gesagt, dass du anrufen sollst? Also, nein. Aber zwei Spider-Man sind wohl besser als einer, oder? Ja, das ist wahr. Okay, danke, MJ. Klingt, als bräuchte er mich nicht. Vielleicht gehe ich einfach zu Haley. Naja, aber gucken wir gleich mal. Irgendwo hier oben muss das sein, Leute. Hier ist nämlich die Kirche. Oh, bin ich dran vorbei? Warte mal, bin ich dran vorbei? Ich meine, die waren auch hier an der Kirche. Oh, bin ich denen auf den Kopf gefallen? Das tut mir leid. Warte mal, ich bin sowas von verwirrt, ne? Wenn ich auf irgendeinem Dach stehe... Darf ich dir einen Witz erzählen? Nein, darfst du nicht. Danke. Auf irgendeinem Dach muss das... Entschuldigung! Welches Dach? Es kann jetzt nicht so weit entfernt sein, also... Warte, da ist irgendwas. Da. Ich seh's. Ha! Tut mir leid, ich habe gar keine Zeit für Verbrechen. Ich muss einen Wissenschaftspreis einsammeln. Oh Gott. Miles, das wird immer schwieriger mit ihm hier. Oh Gott. Macht er irgendwas oder? Du fühlst mir fit. Okay. Einfach loslassen, Leute. So einfach ist es, eine Trophäe jetzt abzustauben. Jetzt ist das Verbrechen weg. Gut. Unbekanntes Ziel. Neuer Look. Okay, ja, aber... Ich wollte doch ganz fancy hier einmal... zu dem Vieh. Irgendwo hier, ne? Da oben! Ich seh's! Oh, muss ich da wieder diese Verfolgungsjagd dann machen? Da oben. Stopp mal, bevor ich da reingehe. Ich habe eine Kiste gehört. Man kann sich irgendwo freischalten, dass man diese Kisten auf der Karte sieht. Für Teile. Ja, das kann ja sein, aber... Ach, da unten? Ah, okay. Okay, ich verstehe. Dann mal los! Nein! Ich brauche Daten, um zu sehen, wen das Ding verfolgt. Ja, weiß ich. Vielleicht wird es ja diesmal einfacher. Würde Haustiere mit schweren Waffen versehen. So viel dazu. Ma, bringt mich um, wenn mich die Raygun erwischt. Ist das so? Oh. Nein. Ich brauche den Schwung des Windschattens. Ja, ich weiß. Das erreiche ich, glaube ich, nicht mehr. Oder? Doch, irgendwie schaffe ich es. Jetzt bin ich wieder raus. Bin ich jetzt wieder drin? Theoretisch bin ich wieder drin. Oh Gott, das ist so schwer, Leute. Und ich bin raus. Ich habe aber schon 16%. Oh Gott, schon dran vorbei. Oh Gott, Miles, was machst du denn? Bitte. Na
was man nicht alles tut, Leute, was man hier nicht alles tut. Oh, geh wieder rein in den Windschatten, danke. Oh. Nein! Ich bin wieder drin! Rachen, Atem! Nein, danke! Der Elf ist heruntergeladen. Toll. Es fühlt sich aber immer an wie eine Ewigkeit, das zu machen, Leute. Gehört nicht zu meinen Lieblingsaufgaben. Oh Gott, ich bin genau am Tunnel und schaff's nicht gerade auszufliegen. Ist das nicht ein bisschen traurig? Ja, ich weiß es nicht. Okay, komm. Nur ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Ach, sag bloß, ich muss erstmal vor allem im Tunnel bleiben. 65%! Wieder raus. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich näher mich irgendwas ganz toll. Boah, ich glaube, so viel habe ich noch nicht am Stück hier geschafft zu kriegen. Geil. Das war wirklich knapp. Ach komm, Miles, stell dich nicht so an. Oh Gott, es biegt ab. Kommt schon, lass schneller. Komm schon, Miles. Der Download ist fast abgeschlossen. Ja, aua. Ah, das tut weh. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh Gott. Geh doch hoch in den Schatten rein. Wir sind bei 93%. 95%. Ich darf dich in den Fokus der Red. Der Vogel ja. Ist sehr gepflegt. Okay, bitte lass es endlich. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? So. Hinter wem war diese aufgepumpte Taube denn her? Elaine Manton Jordan. Was will Craven mit einer Ingenieurin? Diese Drohne kann hier nichts mehr tun. Ich muss den Rest erledigen. Wo bin ich denn jetzt? Und ich müsste... Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich müsste es abgeschlossen haben. Queens. Downtown Queens. Aber wo bin ich denn jetzt? Ich bin immer noch in Downtown Queens. Das ist Astoria. Ach so. Na gut. Oh, das war spektakulär, Leute. Das war richtig spektakulär. Ne, das ist die Hauptquest. Da will ich nicht hin. Ach. Wisst ihr, worauf ich bei der Howard-Quest überhaupt nicht geachtet habe, ob die nur für Miles gedacht war? Ich meine, diese Foto-Quest zum Beispiel, die war ja auch sicherlich nur für Peter, weil er da ja ein Flashback in seine Vergangenheit hatte, für seinen ersten Auftrag für den Bugle. Und die Flügel benutzen. Ob der Katze manchmal da hinten drin schlecht wird? Fragen über Fragen, Leute. Fragen über Fragen. Graffiti. Und dann haben wir nämlich die Fokussachen auch voll. Und ich glaube, mehr kann man gar nicht wollen. Ich finde diese Nebenquesten schön. Sie dauern nicht zu lang. Trotzdem erzählen sie schöne kleine Geschichten. Ich mag's. Also ich muss sagen, da ist jetzt nicht so viel Verkehr dran gelaufen. Nee. Ach, da vorne irgendwo. Leider nicht gesehen. Jemand hat ihren Laden beschmiert? Ja, es war scheußlich. Oh Gott, es war scheußlich. Bis jemand anderes gekommen ist und es übermalt hat. Ein so detailliertes Werk. Toll, dass das passiert ist. Das Geschäft hat noch nie so geboomt. Nein, gebrummt wie jetzt. Das ist wirklich schön. Als Sie den Künstler sehen, richten Sie ihm meinen Dank aus. Hm. Hm. Hier ist sie. Du kannst dir selbst danken. Oh, Haley. Hey. Miss, danke für Ihre Dienste. Oh, das ist so süß. Wir sind mit Haley unterwegs?
Oh, wie geil das gemacht ist. Ich höre auch nichts. Leute, dass ihr nichts hört, das liegt wirklich am Spiel, weil wir hören nichts. Oh, sie kann die Musik auch nicht hören. Aber ich spüre die Vibration von der Musik. Wie süß ist das denn? Oh, das klingt tatsächlich unter Wasser. Gott. Leute, das ist, erinnert mich jetzt ein bisschen an Infamous. Oh Gott. Second Son. Nach unten. Wo hat sie die schwarze Farbe her? Okay. Kann sie darüber? Ja. Sehr sportlich, die Gute. Sie klettert da einfach drüber. Sie ist wirklich sehr sportlich. Boah, Leute, ich glaube, das wäre für mich ein Albtraum, nicht mehr richtig hören zu können. Vor allem, wenn es so ist. Wobei ich tatsächlich mich gar nicht entscheiden konnte, was für mich schlimmer wäre. Nichts sehen oder nichts hören. Die wird 100 pro an der Kunstschule angenommen werden. Ich finde es traurig übrigens, dass MJ jetzt schon mal zum Hilfe bittet wegen für Spider-Man. Das sieht schick aus. Während Spider-Man, also Peter, einfach völlig ver... Was? Du Schmutzhund, was machst du da oben? Wir kommen... Oh, da ist eine Miets. Wir schaffen das. Und als Belohnung kriegen wir eine Miets, oder? Oh! Entschuldigung, Hayley. Oh nein, Entschuldigung. Na gut. Ist jetzt abgehauen. Alter, wo kann ich? Ach so, sie will den Spider-Man-Dings haben. Na, wie cool. Ist die Miets denn? Ist die Miets jetzt abgehauen? Ha, sie ist super stolz. Ich habe ein Spider-Man-Plüschtier. Katzen können so dankbar sein. Ich kenne Katzen, die ganz furchtbar undankbar sind. Tschüss. Viel Spaß mit deinem Spider-Man-Spielzeug. Ich muss irgendwie da hoch, ne? Ich nehme mal an, hier rüber. Bestimmt. Dann darüber. Ne, da komme ich nicht. Bin ich jetzt falsch gerannt? Oder ist sie so tough und klettert da hoch? Nee. Ach so. Aber... Okay, warte mal. Habe ich jetzt irgendeinen Denkfehler oder wie? Ah, ich habe mir den Weg freigemacht. Verstehe schon. Oh Gott, bitte lass das nicht auch noch einbrechen. Ich will der armen Frau nicht das Bein brechen. Dafür mag ich sie zu sehr. Ich finde, sie ist einer der Nebencharaktere, die ich wirklich sehr mag.
Da ist sie. Naru? Du schläfst mit deinem Spider-Man. Oh, da ist auch noch ein Plüschesi. Das ist so drollig, Leute. Einfach drollig. Okay, ich muss in den Aufzug hoch, runter. Nee, verstehe ich nicht. Warte mal. Sie hat keinen Blick, ne? Sie hat keinen. Also. Sie ist ganz schön kreativ, ne? Just saying. It worked. Da fehlt die Übung. Aber die könnte mal eine super Kunstlehrerin werden. Jetzt ganz viele Farben, ja. Kriegen wir hin. Wir dürfen ja jetzt hier nicht. Oh, das hat er schon genommen. Was? Was war das denn jetzt? Das ist eine geile Quest, Leute. Muss ich zugeben. Die ist geil, die Quest. Na komm. Ah! Okay, jetzt noch einmal, noch einmal, noch einmal. Ich glaube nicht, dass das gut ist gezeichnet. Ah, aber ist egal. Oh. Das ist cool. Das ist ein schöner Name, Kayla. So viel schöner als die vielen Buchstaben, die ich besitze. Aber egal. Wow. Du bist unglaublich. Weißt du das? Oh, die beiden sind so süß. Ich blende mich mal aus. Vielleicht kriegen sie jetzt endlich. Moment, Moment. Ich dachte, du bist hier, um Blumen für sie zu kaufen. Später Spider-Man? Wie süß ist das? Ich frag mich, ob sie liefern. Gesendet. Okay. Einfach. Jetzt höre ich wieder. Ich hoffe mal, der Herbstsonnenstrauß gefällt Ihnen.
Leute, einen Moment. So, wir müssten nämlich jetzt... So. Ich musste mein Kopfhörer einmal an- und ausmachen, weil ich irgendwie Verbindungsprobleme hatte. Das hatte immer eine kleine Störung mit drin und das ist nicht gut. Gut, und damit kann ich nämlich mehr jetzt meinen Fokus auf Fortbewegung setzen. Was kann ich denn da? Hier kann ich übrigens Sichtbarkeit der Technikkisten freischalten. Aber dafür brauche ich erst wieder mal 4 Heldenmarken und dann 6 Heldenmarken und dann 10 Heldenmarken. Und wir müssen ja noch die Geräte alle freischalten. Naja. Okay, unbekanntes Ziel. Gibt es ein spezielles, das irgendwie wichtig ist? Oder ist es einfach nur das nächstgelegene immer? Unbekanntes Ziel? Aber das ist doch alles unbekanntes Ziel, oder? Oder ist die besonders? Nee, die scheint nicht besonders zu sein. Zu was gehört das denn jetzt? Ach so, das gehört zu, warte mal, gibt's hier denn... Ja, die Jägerverstecke und ein gesperrtes. Okay. Hier ist noch viel gesperrt. Da ist auch noch einiges gesperrt. Also was ist gesperrt, aber... Eins ist noch gesperrt, das habe ich ja fertig. Das habe ich auch fertig. Oh, hier können wir theoretisch auch Technikteile sammeln. Weil hier noch das Jägerdingste-Bimster fehlt. Das ist gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Hier fehlt mir ein bisschen mehr. Hier fehlen mir die ganze 3 Dings, die Bimster und, okay, das scheint mir im Moment tatsächlich die einfachste Aufgabe zu sein, das fertig zu bekommen, indem ich, schaue, wo ich es mir holen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich hier der einzige. Das mache ich jetzt off-cam. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der nächsten Folge machen wir dann die Hauptquest mit Peter. Und suchen auch gleichzeitig mit Peter das Grab von Tante May auf. Ich selbst werde mir diese dämlichen unbekannten Ziele mal vorknüpfen. Ich muss ja auch noch diese ganzen scheiß Jägerverstecke machen. Versteht mich nicht falsch. Das waren aber auch schon die Sachen, die ich in Spider-Man selbst ein bisschen irgendwann repetitiv und anstrengend fand, wenn ich da die Gangster schrägstrich wie hießen die Militex, die mich da angegriffen haben, noch gleich. Aber die hatten ja hinterher auch Verstecke und das fand ich so repetitiv, das zu machen und die auseinanderzunehmen. Ich finde es gut, dass sie die Prowler-Aufgaben rausgelassen haben. Sie haben sie quasi gegen Mysterio ausgetauscht. Das ist fein. Bei Mysterio habe ich übrigens auch nicht alles geschafft. Hier Bestplatzierung 1,24. 24 drüber. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, was was war, aber egal. Aber sei es drum. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, für meine Zwecke reicht das, was ich jetzt gemacht habe mit den Heldmarken, eigentlich schon aus. Aber alles, was ich mehr bekommen kann, ist ja jetzt nicht verkehrt, ne? Vielleicht kann ich dann auch mal meine... Wobei, die benutze ich kaum. Da habe ich die im ersten Teil... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Da habe ich die im ersten Teil deutlich mehr benutzt, die Gimmicks. Da fand ich... Aber die muss ich sagen, fand ich auch ein bisschen schöner im ersten Teil, die Gimmicks. Aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache, wie man kämpft. Jeder hat ja einen anderen Kampfstil. Also, haut rein!